Atmen der Natur ist bereit. Wie viele Stufen hast du jetzt schon verloren? Keine Ahnung. Ruft euch zu sich. Zwei Stufen. Was hat sie da so verloren? Hier hat sie auf jeden Fall einen Heilzauber verloren. Hier hat sie jede Menge verloren. Gehe ich mal davon aus, dass es solche waren. Waldgeschöpfe rufen. Schwere Wunden verursachen nicht unbedingt so nützlich. Dann lieber zwei hiervon und intensiv koordinierte Verteidigung noch könnte, wäre auch nicht schlecht. Fernsicht. Das wäre auch manchmal nicht schlecht zu haben. Fernsicht. Aber Schutz für Lebenskraftentzug. Hier war es schwere Wunden heilen, da bin ich mir sicher. Und Stufe 7. Deva herbeirufen. Erdelementar beschwören. Kriechender Tod. Regeneration. Mit Hilfe dieses mächtigen Zaubers verleiht der Priester einem Wesen die Fähigkeit zu regenerieren. Der Zauberer regeneriert halt 10 Sekunden einen Trefferpunkt und hält an, bis die Wirkungsdauer endet oder der Zauber gebannt wird. Der Zauber beispielsweise war ein Priester der 14. Stufe. So regeneriert das Ziel 7 Runden lang 18 Trefferpunkte je Runde. Klingenkugel. Ne, machen wir bei Deva herbeirufen. Ich warte auf euren Befehl. Vita Mortis Aion. Vita Mortis Aion. Keine große Herausforderung. Die Natur nimmt das Leben, das sie kann. So, noch ein Schatten weg. Da wird's auch wieder nur nach Saradush gehen. Ich weiß aber nicht, wie viele Schatten uns jetzt weggelaufen sind aus der Ecke. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Nächstes Mal. Stimmt, Kreatur. So, das sieht aus wie der Einstiegspunkt, wo die reingekommen sind. Komm, den einen trinken wir noch. Na, du kannst nicht so viel tragen, also trägst du das jetzt. Ja. Ja, nun gut. Fort nur. Vita Mortis. Ja. Vita Mortis. Jetzt habe ich hier noch so einen Heilzauber, den ich ein bisschen verbrauchen kann. Wo immer ich kann. Vita Mortis. Vita Mortis. Ich bin bereit. Vita Mortis. So. Okay, okay, schön. Ich warte. Erzählt mir mehr davon. Kreischlinge. Hi. Und hier der Kreischlinge auch noch mal noch.
Ich werde es tun. Hm. In Bayerns Namen. Es soll geschehen. Hey, cool. Identifikationsschrift heute. Habt ihr anderen auch welche? Nein, das ist nur Freundschaft. Und ah, das ist noch eine Identifikation. Kriegshammer plus 3. Und einer plus 2. Also nichts Besonderes. Ja, keine große Herausforderung. Gut, da geht's zum Keller der Burg. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Das habe ich auch vor. So, das ist der Keller. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich auf Gromnirs Truppen treffen. Ja. Freitags plus 1 jeweils. Ja, wenn wir hier raus sind, müsste ich auf jeden Fall das ganze Zeug mal zu Geld machen. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Ah, hier gibt's gute Schleuderkugeln. Passt wie's Faust aufs Auge, dass Harry noch genau 20 da hatte. Los, spuck es aus. Einverstanden. Die Truhe ist verdächtig. Aber nun ist Stab drin. Ja, Immun ist schon etwas schwerer beladen. Flavs Scheide. Diese Scheide gehörte zu Flavs magischer Klinge Feindbann. Wie auch das Schwert ist sie angeblich für immer verloren gegangen, als Mythranor fiel. Ah, Mythranor, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Wo habe ich das überhaupt nochmal gehört? Auf geht's, wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Ein stinkendes Loch des Bösen. Leck deine Nase, Bro. Denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Wenn das Gold. Ja, gut. Ist was los? Moin. Verstanden. Machen wir bitte auf. Ich warte, natürlich. Ach du meine Güte. Entschuldigung, dass wir gestört haben. Die Natur nimmt es hier mit sich an. NSH. Meine Freunde werden immer was tun. Wenn ich der Gruppe weiterhin die Rache ist mein, wurde schon erledigt. Nächstes Mal. Ja, hier, halt ich mal. Vita, Moris, Aria. Ich tu dir weh, wenn es sein muss. Chris, Aria. Ach nö. Symbol Betäubung. Symbol der Furcht. Jeder Hamster hat Macht. Braucht
ihr etwas? Torm ruft euch zu sich. Bewaffnet, verstanden. Bosat, auf Recht ja, bitte. Und Ehre. Torm ruft euch zu sich. Wo steht euer Name? Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Madness, Temptus, Horror, Horror! Werter statt Ich! So sei es denn! Minsk und Bo! Allzeit bereit! Okay, Kedron battelt da alleine. Ich biete meine Dienste und mein Leben dir schuldig um ein Schwert. Das Gute hat sie einen Plan. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Okay. Auf meiner Klinge steht euer Name. Bettelt ein wenig, dann geht's. Jojo, wund schon. Ruft euch zu sich. Bettelt ein wenig, dann kann ich euch einen schnellen. Auf meiner Klinge steht euer Name. Und dann bin ich tot. Das sollte nicht sein. Hm. Okay. Keine große Herausforderung. Ja, verstanden. Das war sehr interessant. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Das zu ihr, das zu ihr, das in dem Beutel. So, dann gucken wir doch einfach mal hier. Jemand befindet sich im Gefängnis, okay. Auf meiner Klinge steht euer Name. Das Gute ist auf meiner Klinge steht euer Name. Bitte ein wenig, dann kann ich euch meinen Freund werdet ihr nicht. Ich bin bereit. Also, dass ich zu, dass ihr euch unsichtbar macht. Erwischt! Bettelt ein wenig, dann kann ich euch ein. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage ja, zu. Was immer ihr wünscht. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Tach. Okay, okay, schön. Schmerzen überwältigen mich fast. Nächstes Mal. Ihnen die Augen aus. Führt mich ja wohl. Wie tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten anschauen. Stimmt, kreativ. Und nähre die Erde. So, der Dieb ist weg. Ich warte. Bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Die Vita. Vita. Mormus. Ich warte auf euren Befehl. Harry, wir brauchen das ständige Gelaber über dein Volk nicht. Ich helfe, wo immer ich kann. Wir sind schon so auf den Dungeons rumgelatscht. So, jetzt gucken wir erstmal kurz. Natürlich. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig. Wow, sogar ein starker Heiltrank. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Ach, Imoen. Tut mir leid, mein Freund. Wenn es das aber ist, du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten anschauen. Ich bin schon ohne meine Wunden schwach genug. Tut mir leid, mein Freund. Geht klar.
Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten anschauen. Torm ruft euch zu sich. Ich hasse Diebe. Auf geht's. Was kann ich tun? Ja. So, ja, hier hat ein Level up. Nutzen wir das doch. Als Kämpfer. Waffenfertigkeit. Schleudern, nö. Kampf wie Waffe und Schild ist okay. Speer, Krummsäbel. So, Attribute. Magie widerstehen. Massenerweckung. Elementargestalt Erde. Gestaltwandel Feuerelementar. Ach, warum nicht? Das heißt, sie kann sich jetzt in ein Feuerelementar verwandeln. Oh, das ist praktisch. Ich bin bereit.